Hey, heute fangen wir mit einem neuen Secrets-Video an. Es gibt harte Secrets, es gibt einfache Secrets und es gibt richtig schwere Secrets. Und das erste Secret zeige ich euch jetzt mal direkt. Das erste Secret ist nämlich direkt hier am Wasser. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin und dann zeige ich euch nach diesem Secret, was natürlich am einfachsten zu entdecken war, alle anderen Secrets, die ich bisher gefunden habe. Du musst einfach hier reinschwimmen und dann in dieser Ecke und da kannst du dann einfach durchlaufen. Und wenn du hier ganz doll, ganz schnell weiter durchläufst, dann landest du hier in so einem Geheimgang. Und wenn wir uns den mal ganz genau anschauen, dann musst du eigentlich schon merken, dass du diesen Geheimgang schon kennst. Und zwar, dass der hier in diesen Geheimgang führt, wo auch das Bankgeheimgang ist und hier dieser komische Raum hier ist. Aber das ist noch nicht alle Secrets, die ich gefunden habe. Ich zeige dir natürlich jetzt jedes Secret, was ich gefunden habe. Und ich bin natürlich auch immer gespannt auf die Secrets, die du gefunden hast. Also schreib jetzt in die Kommentare, wenn du ein Secret gefunden hast, was ich noch nicht gefunden habe. Ich bin auf jeden Fall schon mega gespannt. Und wo wir gerade dabei sind, vielleicht bist du ja ein neuer Zuschauer oder auch nicht. Bei 35.000 Abonnenten zeige ich mich. Wir haben in der letzten Woche schon 1.000 Abonnenten gemacht. Also abonniere jetzt schnell den Kanal, damit ich noch diese Woche mein Face-Reveal mache. Okay, ich zeige euch jetzt die Rest der Secrets. Wir müssen nämlich einfach hier wieder lang gehen und dann gehen wir mal raus. Und dann laufen wir jetzt nämlich mal gemeinsam zum nächsten Secret. Und das nächste Secret befindet sich in der Bank von Brookhaven. Und damit das ein bisschen schneller geht, hole ich mir mein Fahrrad raus. Und ich bin ja Barbo, deswegen mache ich das Fahrrad rot. So, und jetzt fahren wir gemeinsam zu Brookhaven Krankenhaus. Ich mache das nochmal ein bisschen schneller. Ich hole hier nochmal meine Leiter raus. Ich finde das nämlich ein bisschen einfacher, mit der Leiter hier rauf zu gehen. Wir gehen jetzt mit der Leiter hier rauf. Ich steige vorher nochmal ab. Und jetzt müssen wir hier in dieses Secret reingehen. Das kennen wir ja schon. Das ist ja quasi schon von Anfang an Brookhaven. Ist das ja schon da gewesen. Ich habe auf jeden Fall irgendwo gesehen, dass es hier noch eben ein Secret geben soll, wenn man sich da irgendwie hinsetzt, aber ich habe es noch nicht rausgefunden, wie das gehen soll. Aber was ich rausgefunden habe, ist, dass hier bei diesem Zombie ist nichts anders, aber hier an diesem an diesem komischen Ding hier von der Agency, da kann man jetzt einfach raufklicken, das machen wir mal, und wenn man da raufgeklickt hat, fängt es irgendwie komischerweise an zu brennen. Ich weiß nicht, was das ist, wenn man da brennt oder wenn das brennt oder so. Es brennt auch nur so ganz kurz, also ich weiß jetzt nicht genau, was da jetzt so vor sich geht. Aber das ist auf jeden Fall was ich rausgefunden habe. Und das wollte ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen. Aber es gibt auf jeden Fall noch andere heftige Secrets. Und die zeige ich euch jetzt mal. Also, zu dem anderen heftigen Secret, da hole ich jetzt wieder mein Fahrrad raus. Da müssen wir nämlich jetzt in den geheimen Bunker der Agency reinfahren. Und genau, da gibt es echt ein geheimes Secret. Das habe ich jetzt so eigentlich nicht erwartet. Obwohl, ich wollte eigentlich schon immer, dass es jetzt mal kommt. Und ja, bei diesen Updates war es jetzt tatsächlich auch mal soweit. Aber ich muss euch ein bisschen vorwarnen, liebe Barbo-Bande. Bei diesem Secret-Update ist es jetzt leider so, dass ich nicht alle Secrets kenne. Und das geht nicht nur mir so. Es gibt ja weltweit so einige YouTuber und die haben alle noch nicht die ganzen Secrets rausgefunden. Deswegen kann ich euch auch nicht alle Secrets zeigen. Also bin ich echt auf eure Hilfe drauf angewiesen. Und ich freue mich wirklich, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob ihr jetzt hier irgendwo ein neues Secret gefunden habt oder nicht. Also einmal habe ich auch gesehen, dass jetzt hier unter diesem Tisch ist so ein Knopf. Da kann man irgendwie draufdrücken, aber es passiert irgendwie nichts. Dafür gibt es jetzt hier diese Tafel, die kennen wir ja schon. Und wenn man da jetzt draufklickt, dann öffnet die sich. Und dann haben wir hier ganz viele Schalter. Und da kann man jetzt hier raufklicken und dann öffnet und schließt sich das einfach nur. Wir haben diese Schalter und die gehen jetzt beide. Die kann man jetzt beide hoch und runter machen. Das ist jetzt eigentlich so das, was hier passiert ist. Aber ist nicht das Einzige, was hier passiert ist. Man kann nämlich hier jetzt so eine Schrift lesen. Und auf dieser Schrift, die ändert sich auch, je nachdem, was man jetzt hier irgendwie so für Knöpfe oder so eindrückt in Brookhaven. Also ihr seht schon, das hier ist nicht einfach nur ein normales Secret-Update, wo es jetzt mal irgendwie einen geheimen Raum oder sowas gibt. Sondern hier gibt es einen irgendwie so ein Rätsel oder sowas. Und ich blende jetzt hier an dieser Stelle nochmal das Bild, das Thumbnail von Brookhaven ein. Ich glaube, wenn man dieses Rätsel hier löst mit den ganzen Knöpfen und was hier alles draufsteht, dann erscheint dieses Portal. Und wo dieses Portal hingeht, weiß ich echt nicht. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wo es hingeht. Ich könnte mir vorstellen, dass es, dass man jetzt in so ein neues Brookhaven-Spiel, Brookhaven 2.0 oder irgendwie sowas, hinteleportiert wird. Könnte ich mir schon echt cool vorstellen. Oder dass man irgendwie in eine geheime Agency-Welt oder irgendwie sowas hin teleportiert wird. Würde ich auf jeden Fall ganz nice finden. Das waren aber noch nicht alle Secrets. Ich zeige euch ja jetzt alle Secrets in diesem Video, die ich rausgefunden habe. Und deswegen machen wir uns jetzt mal direkt auf den Weg zum nächsten Secret.
Und für das nächste Secret müssen wir jetzt einmal ganz schnell zu dem Bauernhof von Brookhaven fahren. Und was wäre denn schneller zum Brookhaven Bauernhof als, liebe Leute, als ein Panzer? Ihr wisst ja, der Panzer, der war auch ein in der letzten Updates, war auch der Panzer dabei. Ich mach den mal wieder so ein bisschen rötlich hier. Aha, das ist mir ein bisschen zu rot. Oh, das ist ja, ist jetzt rosa, aber ist auch egal. Ich mach den mal ein bisschen schneller. Und dann geht's nämlich ab zum Bauernhof, weil bei dem Bauernhof ist auch ein neues Update. Da weiß ich jetzt gar nicht unbedingt, ob das ein Secret ist oder nicht. Wow, wir rutschen aber ganz schön. Aber ich vermute, dass es tatsächlich auch ein Secret ist, weil, warum haben die das dann sonst hier hingebaut? Ihr müsst nämlich hier jetzt mal gucken. Hier gibt's jetzt irgendwie so eine, wie heißt das nochmal? Eine Vogelscheuche gibt's hier. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Vielleicht ist das ja irgendwie Mr. Brookhaven als Vogelscheuche oder irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall gibt's hier eine Vogelscheuche. Was sich der Wolfpack von Brookhaven dabei gedacht hat, das weiß ich nicht. Aber Leute, das war noch nicht alle Secrets. Ich habe nämlich noch ein anderes Secret. Da weiß ich gar nicht, ob euch das schon bekannt war, ob es schon länger gibt. Auf jeden Fall habe ich das jetzt neu rausgefunden. Und da müssen wir jetzt einmal zur Brookhaven-Kirche fahren. Oh Mann, ey, das Ding rutscht, aber das rutscht und oh Mann, ey. Egal. Wir sind jetzt hier bei der Brookhaven-Kirche. Ich springe hier einfach mal raus. Ich mache das einfach mal ein bisschen schneller und ein bisschen Freestyle hier alles. Ihr kennt ja schon ein paar Secrets, die zeige ich euch nochmal eben schnell. Aber es gibt ja auch noch ein neues Secret an der Kirche. Also ein Secret, was ihr natürlich kennt, ist hier einfach, man kann hier dran ziehen und dann fängt das da an zu leuchten. Das kennen wir ja natürlich. Aber es gibt noch ein anderes Secret. Dafür spawne ich mir jetzt hier ein Haus und ich spawne hier mir nicht irgendein Haus. Okay, Leute, wir spawnen hier nicht irgendein Haus. Wir müssen nämlich genau, welches ist es? Dieses Haus hier. Dieses Haus müssen wir spawnen. Müsst ihr jetzt mal eben schnell drauf achten. Das spawnen wir jetzt, okay? Und wenn wir das Haus gespawnt haben, oh, es wird Nacht, gar kein Problem. Ich mache nochmal fürs Ambiente, mache ich hier nochmal, wo ist Sky Orange? Das hier, diese Konsole hier übrigens, die bekommt ihr, wenn ihr einen Private Server habt. Da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. So, ihr geht jetzt hier rein und jetzt geht ihr hier nach oben. Dieses Secret kennen wir ja schon, dass man hier raufklicken kann und dann kann man hier hochfahren. Das ist das Secret in diesem Haus. Hier gibt es auch den Tresor und so weiter. Das soll uns jetzt aber nicht interessieren. Uns interessiert jetzt ganz allein dieses Teil. Da klicken wir einmal drauf. So, jetzt haben wir das. Und jetzt können wir hier raufklicken. Jetzt fahren wir wieder runter. Und jetzt gehen wir wieder vors Haus. Und jetzt gehen wir nicht nur einfach vors Haus. Jetzt gehen wir nämlich genau, wir gehen jetzt hier zu der Kirche. Und jetzt springen wir hier einmal rüber. So, jetzt legen wir die Leiter hier hin. Jetzt steigen wir auf die Leiter, springen hier rauf aufs Dach. Gehen hier rüber. So. Und ich muss sagen, das kannte ich ehrlich gesagt noch nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob das schon alt ist oder nicht. Ihr könnt es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich echt interessieren. Ich habe es auch noch nie bei einem Deutschen gesehen, der das irgendwie gemacht hat. Okay, wir haben jetzt ja dieses Teil hier. Und wenn man dieses Teil hat, dann aktiviert sich irgendwie das Ding, dass man hier raufklicken kann. Dann leuchtet das. Okay, das leuchtet jetzt. Haben wir raufgeklickt. Jetzt gehen wir hier rein. Jetzt klicken wir auf Funeral. Ich kann es nicht aussprechen, also auf die Beerdigung. Und wenn wir jetzt auf die Beerdigung klicken, wir haben hier jetzt noch ganz normal den Sarg mit Mr. Brookhaven und alles. Alles wie gehabt. Aber eine Sache ist neu an dem Grab und zwar hier dieser Button. Und wenn wir da jetzt draufklicken, dann passiert Folgendes. Leute, wir sind teleportiert worden. Oh, hat sich das da gerade bewegt? War das da gerade gebrannt oder so? Sah irgendwie so aus, oder? Also ich fand, dass das irgendwie so aussah. Naja, Leute, das ist auf jeden Fall dieses heftige Secret, wo ich mir jetzt gar nicht so sicher bin, ob das irgendjemand schon kannte, ob es neu ist oder nicht. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf die anderen Secrets, die hier in dem Update drin sein sollen. Ich habe nämlich noch andere Sachen gesehen in YouTube-Videos, aber ich konnte ihm nicht nachstellen. Ich zeige euch jetzt nochmal eine Sache, die ich gesehen habe. Und da müssen wir jetzt hier in die Brookhaven-Bücherei gehen. Und wenn wir hier in die Brookhaven-Bücherei gehen, dann muss man hier auf das Regal springen. Hier rauf springen. Hä? Jetzt ist es da. Okay, jetzt ist das Buch da. Gut. Und wenn, okay, jetzt haben wir das Buch. Da ist nämlich jetzt das Buch. Und wenn wir da jetzt das Buch haben, das hat so ein komisches Geräusch gemacht. So, das konnte ich nämlich vorhin nicht nachstellen. Vielleicht hat das was mit diesem Ding hier zu tun. Also holt euch mal unbedingt das hier. Ihr habt ja gesehen, ich bin am Anfang vom Video in Brookhaven reingestartet in einen neuen Server. Falls ihr so das Buch nicht bekommt, also falls das Buch bei euch einfach nicht da ist, dann macht mal genau von Anfang an alles nach, was ich in dem Video gemacht habe. Dann müsste das Buch auf jeden Fall kommen. Jetzt haben wir es ja. Und ich habe in dem Video auf jeden Fall auch noch gesehen, wenn man jetzt das Buch hat, dann kann man sich hier nämlich den Laptop rausholen.
Der Laptop ist hier. So, und wenn wir jetzt den Laptop haben und dann auf 4 klicken. So, jetzt haben wir ja den Laptop hier. Und jetzt müsste sofort was mit dem Laptop passieren. Ich bin mir gespannt. So, the book needs you to follow in everything. Aber steht da, es wackelt. It knows what is the best and you do not follow it blindly and do exactly what it says. Und was steht da? Agency. Okay, also, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Wir müssen das Buch folgen. Das Buch weiß, wo wir hin müssen, aber wir wissen es nicht. Und, ja, ich weiß auch nicht, wie uns das Buch jetzt irgendwas sagen kann. Das Einzige, was ich weiß, zeige ich euch nochmal. Wir haben jetzt hier ja das Buch. Und wenn wir jetzt hier nochmal eben schnell, wir spawnen nochmal eben schnell diese Studentenverbindung. Die spawnen wir jetzt nochmal. Und da kennen wir ja das Secret. Aber es gibt jetzt eine Neuerung, muss ich sagen. Oder ein neues Mysterium. Eine neue Vermutung gibt's, Leute. Und eine Vermutung, die ihr habt, ist, dass ihr nicht wisst, wie ich aussehe. Also abonniert jetzt nochmal schnell den Kanal, damit ich 35.000 Abonnenten habe. Und dann mache ich nämlich noch ein Face-Reveal. Habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Aber wäre echt nett, denn ich denke, dieses Video werden ungefähr 10.000 Leute sehen und es fehlen nur noch 4.000 Leute und es hat nur jeder zweite den Kanal abonniert. Also wenn jetzt alle den Kanal abonnieren, die dieses Video schauen, am Tablet und am Handy und so, dann mache ich auf jeden Fall diese Woche noch mein Face Reveal. Wir können jetzt auf jeden Fall reingehen. Kennt ihr ja das Secret? Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt. Ich mache es nochmal für die, die es nicht wissen. Hier ist so ein Knopf, da muss man draufklicken. Und dann öffnet sich die Wand. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte ist, wenn wir jetzt hier unten hingehen und jetzt schauen wir uns nochmal das Buch an, okay? Ich habe hier dieses Buch. Seht euch mal hier diesen Rand hier an, rotes Buch und hier auch vor allen Dingen auch diese Platte. Und dann schauen wir mal hier auf dieses Buch. Es könnte dieses sein. Seht ihr, dieser Abstand hier, das ist glaube ich das hier. So, und jetzt haben wir hier dieses längeres Ding, das ist das hier. Unten haben wir auch eine Platte, das ist glaube ich die hier. Ich glaube also, dieses Buch, was wir hier haben, konnten wir jetzt aufheben. Und ich meine, dass man ja auch irgendwo konnte man hier ja in diese Ecke reinspringen. Und was ich auf jeden Fall sagen wollte ist, dass dieses Buch wohl irgendwas mit dem Computer von Brookhaven zu tun hat und mit der Agency und, was ist jetzt da los? Und mit dem Portal, was ihr auf dem Thumbnail gesehen habt. Ich blende es hier nochmal ein. Also irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Und deswegen vermute ich, dass es jetzt bald, vielleicht in den nächsten Tagen sogar, je nachdem wie krass die Brookhaven-Community rauf ist, dass wir dann bald jetzt schon ein neues Brookhaven Secrets Update Video von mir sehen, weil ich glaube, wir haben noch lange nicht alle Secrets in diesem Video entdecken können. Und deswegen würde ich sagen, abonniere jetzt nochmal ganz schnell den Kanal, damit du kein Video verpasst. Und schau dir das Video auf der rechten oder linken Seite an. Ciao!